Leute, hier ist der Marc. Willkommen zu einem neuen Video. Heute sind wir mit dem legendären russischen Zerstörer, der Khabarovsk, unterwegs. Bevor wir ins Gefecht gehen, schauen wir uns mal kurz an, welche Module und Kapitänsskillung ich nutze. Ich nutze einmal Zielsystem Mod 1, den Antriebs Mod 2, Steuergetriebe Mod 3 und zu guter Letzt noch Hauptbatterie Mod 3. Und als Kapitän nutze ich den Sergio Splendento mit der Basisfähigkeit Fester Griff und geskillt habe ich einmal schnelle Lösung, Tempomacher, Bestehen oder Untergehen, Ausweichmanöver. Als legendären Skill nutze ich die Zündelei und bei den Inspirationen nutze ich einmal den Rumble und den William Sims. Und ich würde sagen, wir gehen mal direkt ins Gefecht. So, wir sind im Gefecht. Auf der Karte zwei Brüder in Herrschaftsmodus. Mit dabei der Senegal in der Montana und der Tactic Angel mit der Alaska. Haben hier fast eine ausschließlich legendäre Runde. Drei Zerstörer, ein Kreuzer, fünf Schlachtschiffe pro Team. Schauen wir mal, was wir hier machen können. Haben auf jeden Fall glücklicherweise hier noch einen zweiten Zerstörer auf unserer Seite. Ist natürlich sehr angenehm mit der Gearing, weil wir mit der Khabarovsk natürlich nicht unbedingt eine Skillung haben, wo wir einen guten Tarnwert haben. Ihr seht es oben links, 7,3 Kilometer haben wir hier. Wir möchten natürlich hier eher die Hauptbatterie glänzen lassen und einfach versuchen, die Gegner runterzuschießen. Wenn wir die Möglichkeit haben, irgendwelche Caps einzunehmen, werden wir es natürlich machen. Allerdings direkt am Anfang ins Cap reinfahren bei so einem schlechten Tarnwert sollten wir natürlich meiden. So, da haben wir auf jeden Fall schon mal großen Kurfürst entdeckt. Versuchen hier auf jeden Fall ein bisschen ins Offene zu fahren, dass wir hier für das Team aufklären können und gleichzeitig halt auch ein bisschen Feuer auf uns ziehen. Schießen hier auch direkt mal auf die Yamato und auch noch eine Montana dort. Versuchen natürlich hier die Schadensbegrenzungsteams von den Schlachtschiffen rauszubekommen. Der feindliche Zerstörer hat dort auch schon mal genebelt, ist hier im Cap reingefahren. Haben wir auf jeden Fall einen auf unserer Seite. Sehr schön. Ziehen jetzt hier auch schon ein bisschen das Feuer auf uns, glaube ich. Ja, Schlachtschiff hat versucht, auf uns zu schießen. Und dort ist die Shimakaze aufgeklärt durch unsere Gearing. Da helfen wir natürlich auch selbstverständlich. Hat hier auf jeden Fall schon gut was kassiert. Und dort ist auch noch die Khabarovsk. Sehr schön. Shimakaze auf jeden Fall schon mal draußen. Damit sollte unsere Gearing dort auch gleich das E-Cap hoffentlich einnehmen können. Dadurch, dass die Shimakaze mehr oder weniger da hinten genebelt hat, können wir hier sogar schießen, ohne aufgeklärt zu werden. Allerdings können wir natürlich auch durch den Nebel die Gegner nicht alle aufklären. Schauen wir mal, ob wir hier ein bisschen einen anderen Winkel bekommen. Sind auf jeden Fall jetzt hier auch geortet. Das heißt, die Khabarovsk ist auf jeden Fall am dichtesten dran von uns. Aber wir sind am dichtesten an ihnen, muss man dazu sagen. Verlieren leider auf der anderen Seite den großen Kurfürst. Okay, die Khabarovsk hat dort einmal auf uns geschossen. Wollen wir uns aber jetzt auch nicht wirklich gerade drum kümmern. Dort auf der Flanke kann die Khabarovsk hinter der Insel nicht viel machen. Entsprechend fokussen wir hier weiterhin das Schlachtschiff. Hauen aber einfach mal unsere Torpedos raus, falls er dort rumfahren möchte. Yamato hat auch das Schadensbegrenzungsteam genutzt. Jetzt wollen wir natürlich einen permanenten Brand machen oder optimalerweise natürlich mehrere. Aber da kommt die Khabarovsk rum. Laden auch mal die AP rein, obwohl er jetzt hier leider
Erde dreht. Die AP-Munition ist natürlich sehr, sehr effektiv gegen eine Kabaros, wenn diese Breitseite zeigt. Unsere Torpedos haben hier logischerweise nicht die Reichweite, aber jetzt haben wir wenigstens ein bisschen Breitseite, wo wir die AP auch gut nutzen können. Schießen hier auch den Motor raus. Nochmal ein sehr schöner Treffer und mithilfe der Gearing geht hier auch die Kabaros sehr schnell raus und damit sind schon mal zwei von den drei feindlichen Zerstörern draußen. Können wir uns wieder auf die Schlachtschiffe konzentrieren, die natürlich jetzt hier nicht wirklich mehr Support haben. Ah. Gute Salve hier auf jeden Fall vom großen Kurfürst. 5000 gemacht, das ist natürlich schon schmerzhaft, aber wir nutzen hier die Heilung und kriegen wieder ein bisschen was wieder, wenigstens. Konnten auch nochmal wieder einen Brand machen. Wie gesagt, versuchen hier auf jeden Fall einfach nervig zu sein. Das ist halt die Grundidee von diesem Schiff. Verlieren leider das nächste Schlachtschiff auf der anderen Seite. Unsere A-Seite leider nicht so optimal. Dort sogar. Drei Schiffe schon verloren. Gut, aber der große Kurfürst, der milzt hier langsam dahin. Zeigt jetzt hier auch Breitseite. Können dort auch die AP ruhig mal nutzen. In die Aufbauten rein. Macht auf jeden Fall auch ganz gut Schaden. Wenn wir die richtige Stelle treffen, heißt es. Gut. Aber auch die Brandenburg ist leider draußen. Immer noch ein relativ knappes Gefecht, würde ich mal sagen. Haben leider schon vier von unseren Schlachtschiffen verloren. Das ist natürlich sehr bitter. Geht auch noch die Shimakaze raus. Dementsprechend haben wir die A-Seite komplett verloren. Vier Schiffe dort verloren und nur einen Kill dort gemacht. Das ist natürlich nicht so optimal. Feindlichen Schlachtschiffe denken sich aber jetzt, dass sie reinpushen. Und das ist nicht schlecht für uns auf jeden Fall. Sind auch komplett nicht auf uns fokussiert. Dementsprechend können wir hier schön versuchen, ein bisschen Schaden an den Mann zu bringen, ein paar Brände zu machen. Haben auch mittlerweile die 100.000 Schaden hier geknackt. Versuchen jetzt hier vorne noch einen zweiten Brand zu machen gegen die Yamato. Gelingt uns auch. Dann können wir hier auf jeden Fall wieder auf die Montana gehen, dort auch nochmal ein paar Brände machen. Kriegen hier auch schon den Vernichter, also wirklich von unseren 115.000 Schaden, circa die Hälfte aktuell mit Brandschaden. Gerade legendäre Schlachtschiffe, speziell Conqueror, Yamato, großer Kurfürst, sind natürlich ultra anfällig gegen Brände durch einfach die kurze Dauer des Schadensbegrenzungsteams. Konnte jetzt hier auch nochmal bei Montana Brände legen. Hier da hinten kommt auf jeden Fall der feindliche Kreuzer zurück. Die Torpedos sehen auf jeden Fall nicht verkehrt aus von unserer Gearing. Leider haben wir hier den Senegal verloren, aber die Yamato hat ja auch nicht mehr viel Leben und geht jetzt hier auch durch den Brand raus. Haben wir hier wieder eine 3 gegen 3 Situation. Sind aber noch in Führung von den Punkten her. Ich hoffe, dass unsere Gearing jetzt hier vielleicht einfach das D-Cap einnimmt. Könnten wir natürlich auch machen, aber schlauer wäre es natürlich, wenn wir einfach das Feuer auf uns ziehen von der Alaska und dementsprechend dort die Ablenkung schaffen und unsere Gearing nimmt dann eventuell das D-Cap ein. A-Cap wird gerade vom Gegner eingenommen. Auf der anderen Seite ist es wahrscheinlich noch die feindliche Gearing, die dort übrig war. Aber als erstes will ich versuchen, hier auf jeden Fall die Alaska zu bekämpfen. Wir haben noch circa Hälfte von unseren Trefferpunkten übrig, plus eine Heilung. Also wirklich mehr oder weniger komplett die Hälfte.
Da geht auf jeden Fall noch was. Ich habe jetzt leider nicht ganz genau gesehen, wie viele Trefferpunkte die Alaska noch hatte. Ich denke mal, aber sie wird noch relativ voll sein. Der Taktik nimmt mittlerweile auch das Decap ein. Okay, da haben wir die Alaska entdeckt. Ja, ist schon ziemlich voll noch. Eröffnen aber hier auf jeden Fall auch das Feuer. Versuchen das Feuer auf uns zu ziehen. Und optimalerweise die Alaska runterzuschießen. Ging jetzt hier auch schon das Großkaliber. Allerdings relativ hoch hier. Bei 170.000. Okay, Alaska hat hier auf jeden Fall das Schadensbegrenzungsteam genutzt. Unterstützer gab es jetzt hier auf jeden Fall auch noch. Leider ist unser Motorboost gleich nicht mehr aktiv. Dann wird es auf jeden Fall ein bisschen schwieriger für uns auszuweichen. Alaska hat aber natürlich massive Probleme, uns zu treffen. Einfach durch unsere Windigkeit. Und wir versuchen auch immer, wenn es geht, unser Tempo hoch und runter zu drosseln. Und eventuell nochmal hier das Ganze mit AP versuchen. Brennen tut er auf jeden Fall hier schon fleißig. Wir bleiben aber immer auf Abstand, weil wenn wir zu nah ranfahren, dann ist es natürlich immer riskant, dass wir doch dann eine ordentliche Kelle kassieren. Auch die AP hier wirklich effektiv. 200.000 Schaden haben wir mittlerweile schon hier erreicht. Ich glaube, unsere Gearing hat leider hier gerade nicht ein bisschen aufgepasst. Ich weiß nicht, warum er jetzt mehr oder weniger so dicht bei Alaska dran ist. Ja, nebelt sich dort jetzt auch. Das war auf jeden Fall ein großer Fehler von der Gearing und dadurch, dass er sich jetzt auch genebelt hat und die Alaska von uns hinter der Insel ist, können wir die jetzt auch gar nicht rausschießen. Ich hoffe nur, dass er sich dort zurückziehen kann. Radar sollte die Alaska eigentlich gerade nicht nutzen, sonst wären wir auch offen. Von daher ist der Gearing dort eigentlich safe. Mal hin. Gearing sollte auf jeden Fall auch jetzt hier die Hauptbatterie vielleicht nutzen. Leider nicht gemacht. Ist auf jeden Fall immer noch ein sehr knappes Gefecht. Wenn die Alaska rausgeht, wäre es natürlich schon mal super, aber ich glaube, die Gearing haut sich dort nicht ran. Gearing hat natürlich auch eine gute Hauptbatterie und könnte dort mit ein, zwei Salven die Alaska rausschießen. Wahrscheinlich hat die Alaska, wenn wir Pech haben, jetzt schon wieder hochgeheilt. Nehmen aber hier fürs Team auf jeden Fall das B-Cap ein. Ja, Alaska leider hochgeheilt, das ist bitter. Hatte dort wirklich keine 1000 Leben mehr gehabt. Und der Taktik ist dadurch natürlich jetzt relativ in Gefahr, der auf der anderen Seite die zwei Schiffe bekämpft. Wenn die Alaska jetzt von hinten kommt, ist das natürlich alles andere als angenehm. So, konnten aber auf jeden Fall für das Team uns hier das B-Cap holen. Selbst wenn wir dort langfristig das C-Cap verlieren sollten, haben wir auf jeden Fall immer noch dann den Punktevorsprung. So, wir müssen jetzt natürlich hier versuchen rumzukommen. Okay, feindliche Gearing ist draußen. Sehr schön, gut gemacht vom Taktik. Allerdings dort die Roma wird natürlich nicht so einfach auszunehmen mit der Alaska. Da fehlen halt einfach die Torpedos. Ich bin mir auch gar nicht ganz so sicher, was der Auftrag jetzt hier von der feindlichen Alaska ist, die hier mehr oder weniger einmal rund um die Map gefahren ist, die Caps ignoriert hat. Aber gut, ich hoffe, dass wir die Alaska jetzt wenigstens gleich rausnehmen können. Der Taktik lange hier überlebt, immerhin. Leider wieder zugegangen, der Kollege. Okay, aber jetzt sollten wir hier in den nächsten paar Salven die Alaska rausnehmen. Nutzen jetzt hier auch unsere letzte Heilung. Endlich ist die Alaska draußen. Das hat auf jeden Fall lang genug gedauert. Ich weiß gar nicht,
Wie viel Schaden hatten wir, wo wir angefangen haben, die Alaska zu beschießen? 160.000 oder sowas. Das heißt, wir haben hier ca. 60.000 Trefferpunkte von Alaska runtergeschossen. Und damit ist auf jeden Fall auch die Runde gewonnen. Die Roma schafft es natürlich jetzt nicht mehr, alle von uns rauszunehmen. Versuche diese natürlich auch nochmal aufzuklären, dort vielleicht auch noch ein bisschen Schaden zu machen. Aber das soll's gewesen sein. Der Rundensieg ist unser. Aber haben wir die Roma, da haben wir die Roma entdeckt. Brennt hier auf jeden Fall noch vom Taktik. Jetzt hat er Schadensbegrenzungsteam genutzt. Roma hat allerdings auch eine relativ gute Deckpanzerung und eventuell auch durch Wille zum Wiederaufbau dort schon relativ saturiert. Unsere Granaten machen auf jeden Fall nicht viel Schaden. Ihr seht's. Obwohl wir versuchen hier in die Aufbauten zu schießen, ist das immer nur ein bisschen Kleckerschaden. Haben auch kein Glück mit den Bränden. 40 Zieltreffer, kein Brand. Können wir mal, was die AP-Munition sagt. Aber gut, die Runde ist in 15 Sekunden sowieso zu Ende. Wäre natürlich angenehm gewesen, wenn die Runde noch ein bisschen länger gewesen wäre. Dann hätten wir wahrscheinlich die Roma hier noch über ein paar Brände rausgenommen. Aber der Sieg ist unser. Sehr schön. 227.000 Schaden wurden es am Ende mit 562 Zieltreffern. Vier Schiffe aufgeklärt, zwei Ausfälle gemacht, zwei Schiffe zerstört, 17 Brände, einmal das Cap verteidigt, ein Solo-Cap geholt, dann gab es Vernichter, Unterstützer, Brandstifter und Großkaliber. Schauen wir uns auch nochmal schnell das Teamergebnis an hier. Schöne Leistung auf jeden Fall, 3500 Basis-EP kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Auch Taktik hier in der Runde, wirklich sehr gut gespielt, vor allem, dass er so lange überlebt hat und wirklich komplett überlebt hat. Dort so lange gegen drei Gegner am Ende, das war schon sehr, sehr gut. Und im Gegnerteam auf jeden Fall die Gearing auch sehr gut gespielt. Schauen wir uns nochmal schnell den Wirtschaftszweig an. 286.000 Kreditpunkte Profit gemacht mit dem einfachen Booster. Und dann gab es noch einiges an Erfahrung. So Leute, das soll's auch für das heutige Video mit der Kabros gewesen sein. Dieses Schiff ist natürlich einfach perfekt zum Flankieren. Dort einfach die Gegner nerven. Macht auf jeden Fall immer sehr, sehr viel Spaß zu spielen und man zieht auf jeden Fall auch viele Schüsse auf sich, die man in den meisten Fällen optimalerweise natürlich immer ausweichen kann. Das ist natürlich sehr, sehr spaßig. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, schreibt es in die Kommentare. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst auf jeden Fall ein Like da, ein Abo wäre spitze. Schaut in die Videobeschreibung. Dort findet ihr meinen Twitter-Account, meinen Twitch-Kanal, meinen Discord-Server. Schaut dort gerne vorbei, ich würde mich freuen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, Leute. Haut rein. Ciao, ciao.